Ja, schöne Bilder und auch wahrscheinlich eine ganz wichtige Rolle. Frank Wittermantel vom TC Weinheim ist da und Gerald Matzenegger, wir haben sie eben ja auch schon im Beitrag gesehen. Wie wichtig sind denn auch diese Damen da im Hintergrund? Ganz arg wichtig. Also es ist wirklich eine ganz tolle Gruppe innerhalb unseres Vereins. Das sind über 30 Damen, federführend von der Frau Canato geleitet. Ganz klasse. Das Spiel zwischen Ihren beiden Vereinen gab es ja in Mannheim. Hatten Sie auch ein bisschen zugelangt beim Kuchen? Ja, leider kriegt man als Spieler dann manchmal von diesen Sachen gar nicht so viel mit. Kuchen dann am Spieltag ist dann auch vielleicht nicht so ganz ideal, aber ja, bei uns ist es genauso natürlich, man ist auf die Helfer unheimlich angewiesen. Das ist immer toll sowas, klar. Blicken wir aufs Sportliche. Weinheim hat den Klassenerhalt geschafft in der ersten Bundesliga-Saison. Wie wichtig war das? Ja, sehr wichtig. Also klar, unser Ziel war irgendwie drin zu bleiben, dass wir einfach die Chance haben, nächstes Jahr nochmal das mindestens nochmal ein Jahr mehr zu haben und einfach auch aus dem ersten Jahr irgendwie Schlüsse zu ziehen und zu lernen. Das haben wir geschafft. Das haben wir schon relativ früh geschafft, was natürlich für uns umso schöner war und ja, ist einfach klasse gelaufen. Für Sie natürlich Glückwunsch zum Vizemeistertitel. Kann man natürlich verbissen sagen, wäre denn auch noch mehr drin gewesen? Ja klar, es war mehr drin. Wir haben am drittletzten Spieltag das Finale gespielt gegen Halle und wir haben in allen 6 Matchen geführt, haben am Ende 4-mal im Matchtabell knapp verloren. Es war auch der Titel drin, aber man muss zufrieden sein, wie es ist und wir sind jetzt Zweiter geworden, die letzten 3 Jahre immer Dritter, jetzt Zweiter, vielleicht geht die Serie weiter. Und ja, was toll war halt, weil das Frank gerade gesagt hat, die Kombination Weinheim in der Bundesliga, wir, die BASF mit den Damen, das ist für unsere ganze Region super. Orientieren Sie sich denn jetzt tatsächlich auch für die nächste Saison weiter nach oben? Unser Ziel ist es immer, unter den ersten 3, 4 zu landen. Ja, das sage ich auch vor der Saison, das sage ich auch bei unseren Sitzungen. Das muss unser Anspruch sein. Also ob wir dann schon bloß Erster werden oder Dritter oder Fünfter, das weiß man nicht. Aber so das Ziel ist immer erste 3, 4. Ja. Wie ist das für den TC Weinheim? Man sagt ja immer, die zweite Saison in einer Liga, insbesondere dann natürlich in der Bundesliga, ist die schwerste. Ja, das wird man sehen. Also ich glaube, dass wir auch im nächsten Jahr schon sehr, sehr gute Chancen haben, die Klasse wieder zu halten. Es wird eine Mannschaft mehr sein als in diesem Jahr, dafür 2 Absteiger. Ich glaube, wir haben dieses Jahr nur gegen eine Mannschaft, die über uns stand, verloren. Das war der Meister am Ende. Das hat eigentlich auch gezeigt, dass wir da überall gut Paroli bieten können. Und deswegen glaube ich auch, dass wir es nächstes Jahr wieder schaffen können. Wie gehen Sie das vielleicht dann auch, wenn wir mal auf die Infrastruktur schauen, dann an? In der kommenden Saison wird dann ja das Spiel zwischen Mannheim und Weinheim in Weinheim sein. Und natürlich, der Platz ist noch ein bisschen beschränkter. Das habe ich mich gestern auch gefragt. Also gestern hatten wir auch nochmal, obwohl es schon Ferienzeit war, dann so 500, 600 Zuschauer. Und da ist dann schon manchmal ein bisschen enger auf den Platz zu kommen als Spieler, wenn man spielen muss. Habe ich nur so für mich gedacht, oh je, wie wird denn das nächstes Jahr, wenn Mannheim bei uns spielt? Werden wir auf uns zukommen lassen. Natürlich müssen wir uns da irgendwas einfallen lassen. Wir haben leider nicht die Infrastruktur wie Grün-Weiß Mannheim. Das war dieses Jahr ein absolutes Highlight, da zu spielen. Aber wir werden uns schon irgendwas überlegen. Vielleicht könnten Sie ja was ausmachen und die Kuchendamen dann auch zumindest für die Verpflegung mal ausleihen, ausborgen. Wie wird das denn auch bei Ihnen sein? Klar, Saison ist jetzt erstmal abgehakt, aber die Kaderplanung, wann startet die? Ja, die ist schon gestartet. Also die Spieler, die leben eigentlich das ganze Jahr die Saison. Und ich habe heute schon SMS bekommen, wer nächstes Jahr noch zu uns passen könnte, wer eventuell noch ein Kandidat wäre. Und die Spieler leben das jetzt schon. Die werden jetzt 2, 3 Wochen ein bisschen runterfahren. Und dann weiß ich, dann werden wir uns auch wieder treffen im Herbst, auch untereinander. Und dann wird die Planung relativ schnell in Angriff genommen. Im Dezember gibt es einen neuen Spielplan. Und bis dorthin steht der Kader. Ja, wir drücken Ihnen beiden auf jeden Fall die Daumen und freuen uns sehr dann auf das Derby zwischen Weinheim und Mannheim. Danke, dass Sie da gewesen sind. Und